Na, der Schritt, dass ich jetzt aufhöre mit Fußball, also mit der aktiven Laufbahn, war einfach schon länger geplant. Ich bin jetzt fertig mit dem Studium und hatte mir natürlich auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie kann man das vielleicht, ja, oder den richtigen Schritt gehen, sagen wir es mal so, dass man dann nicht mit einem weinenden Auge geht, sondern sich so ein bisschen mental auch vorbereitet. Und ich hatte im halben Jahr, vom halben Jahr Gespräch mit den Trainern schon, habe denen meine Intentionen mitgeteilt, wie es wahrscheinlich im Sommer aussehen wird. Und hatte dann ein paar Wochen später auch nochmal mit unserem Sportdirektor ein Gespräch. Und ja, dann war aber schon klar, dass ja, es noch andere Optionen gibt hier im Verein. Und ja, darauf freue ich mich. Im Prinzip muss ich meinen Studienkollegen damals oder eine Studienkollegin danken, die quasi ihrem Freund meine Handynummer weitergereicht hat, die dann irgendwann bei Stefan Caro gelandet ist und der natürlich damals dem Co-Trainer Hansi Weiß gegeben hat. Und ja, dann wurde ich mal hier eingeladen, habe hier ein spannendes 3-2 gegen Hohnstein in Ernstthal miterlebt, wo Chemie erst 2-0 hinten lag, dann quasi noch eine Aufholjagd in der Viertelstunde gemacht hat. Und was hier auf dem Ring abging, obwohl knapp 1000, glaube ich, nur da waren, oder vielleicht ein bisschen mehr als 1000, aber das war schon imponierend. Und in dem Moment habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, egal wie es kommt, egal ob am Ende Chemie aufsteigt in die Oberliga oder nicht, hier würde ich schon gerne Fußball spielen, weil mich das schon sehr berührt hat zu dem Moment. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise auch nicht beurteilen, was die Trainer in einem gesehen haben, ne? Ich habe versucht, einfach das Bestmöglichste mal reinzuhauen. Meine Qualitäten, es ging über das Läuferische viel, versucht natürlich auch etwas Spielintelligenz mit reinzubringen. Und natürlich auch über die Flankenbälle, beziehungsweise über das Passspiel. Und ja, ich denke, klar hatte ich auch meine Defizite als Fußballer. Die hat, glaube ich, jeder. Und ich habe die immer versucht, mit anderen Eigenschaften von mir auf dem Platz auch immer wieder wegzumachen. Und ich bin beiden Trainern dankbar, dass sie mich eingesetzt haben. Die letzten 5 Jahre, die vergingen doch ziemlich schnell jetzt. Aber wenn man sich zurückerinnert, also der erste Aufstieg, also da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich mich zurückerinnere, da oben auf dem Balkon gestanden, mit Tausenden von Fans hier unten gefeiert, absolutes Tollhaus gewesen. Die zweite Saison, ja, sportlich vielleicht nicht so super gewesen, am Ende doch krönt mit vielleicht noch dem Pokalsieg, ja. Schöner wäre es gewesen, weil wir beides geschafft hätten, Klassenerhalt und Pokalsieg. Dann DFB-Pokal gespielt, sogar zweimal Flutlicht in Leutsch, auch das erste Training hier mit Flutlicht und den Fans natürlich, das werde ich nie vergessen. Ja, klar, bleibt das Derby bei mir immer ganz fest in Erinnerung, gerade wenn man dann der Glückliche auch noch sein darf, der das Tor macht. Ja, das ist ein Moment gewesen, der friert sich für immer ein und da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir das als Mannschaft einfach auch geschafft haben. Quasi im fünften Anlauf, vorher hat es ja viermal nicht geklappt, seitdem ich hier gespielt habe und beim fünften Mal hat es endlich geklappt, dass wir Lok dann auch mal geschlagen haben und ja, war ein Riesending und freut man sich jetzt immer noch, weil wir aktuell immer noch Derby-Sieger sind. Genau. Meiner Lieblingsspieler war einfach Ronaldinho gewesen. Nicht, weil er der Zauberkünstler war, sondern weil der einfach diesen Spaß, den man am Fußball haben sollte, immer gelebt hat. Er hat den immer gelebt am Ball und es war ein Genuss, ihn quasi immer spielen zu sehen. Und ich könnte jetzt so viele andere Spieler aufzählen, ob über Zidane, Xavi, Iniesta. Die Liste würde nicht aufhören über Neymar jetzt, Messi, Ronaldo. Also es gibt so viele. Schlussendlich, glaube am meisten geprägt hat mich meine Mutter einfach, die wirklich so den Charakter von mir auch mitgeformt hat und mich immer unterstützt hat, immer ja versucht hat, das Bestmöglichste mir immer mit auf den Weg zu geben, was ich ja bis jetzt halbwegs ganz gut getan habe, auch umgesetzt habe. Und ja, deswegen der größte Dank eigentlich an meine Mom, die mich da sehr gut geformt hat.
egal wie wir gespielt haben, egal ob das mal schlecht war, ob das super war, ob es geregnet hat, ob es geschneit hat, die waren immer für uns da, immer. Die haben uns immer den Rücken gestärkt, die haben uns immer gepusht, immer motiviert. Und sowas, so eine Eingeschworenheit zwischen Mannschaft und Fans habe ich noch nie erlebt. Und das macht schlussendlich auch Chemie aus, also dieser Zusammenhalt, ne? Also wie der Wind und das Meer, wie wir immer gesungen haben. Und ja, das berührt mich immer noch, ja, und tat mir natürlich auch in der Seele leid. Also da haben wir auch viel mitgemacht oder durchgemacht, gerade mit dem Abstieg. Erfreulicher war es, dass wir es dann im darauffolgenden Jahr gleich wieder hochgeschafft haben. Aber das tat schon weh, und auch die Fans dann allein zu sehen, das war nicht schön anzusehen. Aber wie gesagt, es war ja bis auf dieses kleine Tief ein relativ großes Hoch in den letzten Jahren, und von daher ja, soll es hoffentlich auch in Zukunft genauso weitergehen. Also nächste Saison in den A-Junioren bzw. bei der U19 freue ich mich einfach, den Jungs einfach ja Stück weit etwas wieder oder mitzugeben, was ich selbst durchlebt habe, und natürlich die positiven Dinge, ja, auch die Trainingsinhalte, die ich in den letzten Jahren auch aufgesaugt habe, bei Chemie oder bei Luckenwalde. Auch im Nachwuchs von Energie Cottbus habe ich viel gelernt, und man versucht einfach natürlich einen kompakten viel den Jungs auf den Weg mitzugeben. Wir haben talentierte Jungs drinne, ohne Frage. Hoffen wir mal, dass der ein oder andere noch den Weg auch wieder hochschafft. Mit Tom Gründling hat es jetzt einer geschafft, wo wir stolz sein können, dass endlich wieder einer aus dem Nachwuchs hochgekommen ist. Und genau da wollen wir ansetzen, einfach weitermachen. Und vielleicht sieht man ja noch mal ein, zwei, drei Spieler aus dem Nachwuchs oben in der Männermannschaft. Wahrscheinlich beides. Also ich bin schon emotional, und ich komme auch über die Emotionalität. Versuche da auch die Spieler mit zu erreichen, aber das fand ich an Dietmar Demuth sehr gut. Der hat eine Ruhe gehabt als Trainer, außen auch, in manchen Situationen, wo es auch für uns Spieler beruhigend war, dieses Gefühl, okay, der Selbstsicherheit, ihr könnt das. Und klar braucht man als Spieler auch mal einen Arschtritt oder auch ein Kommando von draußen, ohne Frage. Aber dieser Mix zwischen dem Ruhigen und dann aber auch impulsiv und ja, mal in den Arsch treten, auf Deutsch gesagt, tut den Spielern gut, und man selber schläft dann auch nicht ein auf der Bank, ne? Auf jeden Fall möchte ich einfach allen Danke sagen, die mit mir in den letzten Jahren zusammengespielt haben, auch die mich trainiert haben, die uns verarztet haben, auch die Physios, auch der ganze Staff, der quasi hinter der Mannschaft ist. Wir waren immer ein toller, eingeschworener Haufen. Ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Und natürlich ein Riesendank auch an meine Familie, ne, die mich jahrelang unterstützt haben, die immer viel Energie, Kraft mir gegeben haben. Auch meine Freundin, ne, die ich wirklich alles dankbar bin für alles, was sie getan hat, mir immer den Rücken freigehalten hat, mich beim Studium auch unterstützt hat, und ja, natürlich auch meinen Freunden, ne?